Ja, liebe Tischtennisfreunde, Hamburger Meisterschaft 2017. Michael Zibel versus Leon Habich, das Vorjahresfinale. Und wir steigen direkt ein. Lange Rallye zu Beginn. Leon will Rückhand gegen Bomben. Ins Aus. Lange Rallye. Ja, man sieht schon zu Beginn des Spiels, das wird ein hartes Spiel für Michael Zibel, der wirklich das deutlich schwierigere Programm in den Knochen hat. In den ersten Runden musste er Daniel Schildhauer bezwingen und den höher eingeschätzten Hartmut Lohse, den er am Ende des Tages dann doch deutlich mit 4-1 in die Schranken verwies. Leon mit dem etwas einfacheren Programm gegen einen wieder starken Alexander Keller und einen immer starken Kai Enno Kleffel, sodass sich jetzt die beiden besten Spieler dieses Wochenendes auch gegenüberstehen. Und wir sehen natürlich, wie immer, wenn Michael Zibel an den Tisch geht, lange Rallyes, Halbdistanzspiel, geschraubte Aufschläge, Inside Out, die Vorhand parallel, stark. Aber man sieht schon, Leon deutlich verbessert, auch wieder im Aufschlag-Rückschlag. Und der erste Satz an Leon, 11-6. Man bemerkt bei Michael, dass ihm die Strapazen des Wochenendes in den Knochen stecken. Direkt auch die Körperspannung weg. Aber weiter geht's. Das ist eine gute Chance für ihn. Jawohl. Und der Anschluss 1-3. Ja, Leon natürlich favorisiert. Mit dem Flow der letzten Wochen und Monate spielt eine respektable Saison in der Regionalliga Nord. Oberes Parkkreuz beim TSV Sasel. Aufschlag leicht angezupft. Ja, das ist wieder so ein typischer Ballwechsel über die Vorhand, Vorhand. Ja, das ist saubere Technik, die wir hier sehen, und dann mit dem Fehler. Ja, er hadert, aber braucht er nicht. Rückhandaufschlag mal eingestreut. Wieder eine Halbdistanz-Rallye. Die Kräfte schwinden bei Michael, man sieht es schon. Er bleibt teilweise stehen und er sagt es selber, er hat teilweise schon Krämpfe. Das ist hart im Finale natürlich. Und wieder aufs Neue. Halbdistanz, vorn, Spin, Spin. Ja, und der Fehler. Da fehlt natürlich dann schon er steht einfach nicht tief genug. Vorhand, Rückhand. Ja, da wollte er wieder über die Kurve, wollte er kurz cross gehen. Ja, Aufschlag und Spin und Fehler über den Tisch von Micha. Ja, 11-8, auch der zweite Satz an Leon. Das sieht nach einer deutlichen Angelegenheit aus. Ja, das ist locker. Rückhand über dem Tisch. Der Arm ist direkt oben. Ähnlich. Das ist die alte David-Daus-Schule. Ja, da schlägt die Vorhand auch wieder ein. Ja, das ist locker. Aber Micha fightet. Er fightet, er will den Punkt. Schuss ist auch nicht seine Spezialität. Ja, das ist bitter. Vorhand, Inside Out, abgeklappt, stark. Ich sehe hier auch eine neue Aufschlagtechnik bei Leon. Eine etwas, ich sag mal, spartanische Version des Aufschlages. Da fehlt das Gefuchtel, das er von Oliver Alke gelernt hat. Nun gut, eine Variante. 6-3 jetzt im dritten Satz. Ja, das ist, man sieht es direkt, die Vorhand sehr locker reingespielt, weil er weiß, dass er natürlich überlegen ist. Gerade gegen einen Michael Zibel, der wirklich, und da sieht man die Vorhand reingebombt. Aufschläge haben auch nicht mehr die Qualität. Wieder der Aufschlag. Ja, locker. 10-7, Satzball zum 3-0. Pendulum Surf. Ja, und da ist er. Ja, das. Man sieht es. Das 3-0 jetzt für Leon. Es riecht nach einer deutlichen Angelegenheit. Letztes Jahr, meine ich mich daran zu erinnern, war es ein bisschen tighter, ein bisschen enger. Dieses Jahr doch sehr deutlich. Und rein in den vierten Satz. Auch hier wieder Vorhand, Vorhand. Wo Leon auch wieder als Sieger hervorgehen müsste, tut er aber nicht. 1-0.
Ja, jeder Punkt für Michael hart erkämpft und man sieht es auch, er muss richtig knechten für die Punkte. Wieder lockere Vorhandspinner von Leon, richtig locker, ja, und der Fehler. Liebe Zuschauer, man sieht schon, wieder hier auch der Aufschlag. Rückhandpresse, okay, 2-1 für Micha. Ja, da hat man schon wieder das Gefuchtel beim Aufschlag gesehen. Auch benannt nach Hardy Biermanns 18-Phasen-Aufschlag. Vorhand-Flip, Vorhand nachgespielt. Lockere Bewegung mit der Vorhand. Er ist überall da. Er kann sich die Ecken aussuchen. Unfassbar locker, was er da spielt. Ja, stabile Technik. Und da ist er. 3-2, 4-2 für Leon. Piece of cake. Vorhand angezupft, Rückhand. Er kann das Tempo forcieren, variieren, wie er will. Er bestimmt am Ende des Tages den Punktestand hier. Ja, Halbdistanz, Micha von hinten. Das ist alles Verzweiflung, ja. Und da der Punkt für Leon. 10-8 und wir haben Matchbälle. Championship Point. Und da ist das 11-8. Ein 4-0-Sieg für Leon. Feiert die zweite Hamburger Meisterschaft in Folge. Gratuliere Leon Abig. Tolles Spiel. Und die Siegerehrung for the record. Erster Platz Leon Abig, zweiter Platz Michael Zibel, dritter und vierter Platz KEK und Hartmut Lohse.